Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und heute geht der Kampf los. Also, wie sieht's aus? Wird Sunny uns helfen? Ja, und Trudy und der Arzt. Gut, dann können wir wohl los. Außer Ihnen fällt noch was ein, das Sie machen könnten. Nein, packen wir es an. Das Lustige ist... Gut, ich bin bereit. Hoffe ich zumindest. Das ist das Lustige. Einfach ist die da. Die Pulverbanditen sind zum Spielen vorbeigekommen. Weißt du, und hätten wir gesagt, nee, wir müssen noch vorbereiten. Ja, dann wären die Pulverbanditen zurückgegangen, oder was? Wie viele sind es? Mindestens 6 mit Joe Cobb. Sehen ziemlich hart aus. Dann mal los. Ich lege mich beim Laden auf die Lauer. Hoffentlich schafft es die Bande gar nicht so weit. Ich wollte dich noch was... Wir reden, wenn wir hier fertig sind. Ja, okay. In den Kampf! Du wirst das nix. Aha, Trudy ist da und ein anderer. Ne, zwei. Das noch hier. Da kommen sie. Wie viele sind das? 3. 6, tatsächlich ein halbes Dutzend. Das ist ja ein Knüller. Und mit meiner Waffe bin ich ja der Mega-Knüller. Aber easy. Oh ne, Easy Pete macht mit. Da bin ich ja dann doch noch ein bisschen. Powder Gangster auch gut. Ups. Darf ich nochmal danke? Danke. Oh, au, au, au. Oh Gott, was haben wir verloren? Nein, wir haben Easy Pete verloren. Nein, die Schweine. Ruf. Sie haben sich bei einer Gruppe von Menschen im Mittelland einen Ruf erarbeitet. Unabhängig davon, ob dieser Ruf gut oder schlecht ist, sind sie jetzt endlich wer. Und die Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, werden auf das reagieren, was sie bis dann getan haben. Es gibt viele Funktionen im Mittelland und sie können sich bei jeder einen eigenen Ruf verdienen. Wenn sie etwas tun, das der Gruppe hilft, erhalten sie Ruhm. Wenn sie etwas tun, das der Gruppe schadet, erhalten sie Verrufenheit. Ihr Ruf bei einer Gruppe bestimmt sich aus der Summe von Ruhm und Verrufenheit, und die sie sich verdient haben. Die Vorzüge und Nachteile eines Rufs hängen von der jeweiligen Gruppe ab. Sie erhalten Nachlässe bei den Händlern, werden ohne Vorwarnung von angehörigen Schlägern angegriffen oder einfach grundlegend anders behandelt. Auch wenn sie mit einem neutralen Ruf bei jeder Fraktion beginnen, wird er sich irgendwann durch Ruhm oder Verrufenheit in eine andere Richtung verschieben. Ihren aktuellen Ruf finden Sie im allgemeinen Bildschirm des Pep Boys. Guter Ruf. Lächelnder Unruhestifter. Ziemlich gut, ein wenig böse. Gutmütiger Gauner. Gut, ein wenig böse. Akzeptiert. Ziemlich gut. Beliebt auf jeden Fall gut. Vergöttert. Besser wird es nicht. Gemischter Ruf. Weichherziger Teufel. Mehr böse als gut. Dunkler Held, mehr gut als böse. Held. Gemischt. Ziemlich gut, ziemlich böse. Unberechenbar, gut und böse. Wildfang, besser und böser wird es nicht. Beliebt. Verhasst bei den Pulverbanditen. Da die Leute nun wissen, dass sie böse sind, werden sie von den meisten einfach nur gehasst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dafür schulde ich Ihnen eine Menge. Hier, das gehört eigentlich der kaminroten Karawane. Aber das werde ich denen schon erklären. Keine Ursache. Ein wenig bleibe ich noch, aber in ein paar Tagen bin ich weg. Wenn Sie je nach New Vegas kommen, finden Sie mich im Lager der kaminroten Karawane. Klar. Danke nochmal für die Hilfe. Bitte. Was sind die Regeln für Karawane? Das ist ein Spiel für 2 Spieler. Der Sieger bekommt den gesamten Einsatz. Man baut mit seinen Karten eine Karawane. Das Ziel ist es, Karawanengebote zu machen, die Gebote des Gegners schlagen. Es geht also mehr um Strategie als um Glück. Darum sieht man Karawane auch in keinem Casino. Es ist zu langsam und wichtiger, die Bank hat keinen Vorteil. Hier, nehmen Sie dieses Holoband. Es erklärt die Regeln genauer. Sie benötigen außerdem einen Kartensatz. Hier, einer von meinen. Also, Lust auf eine Partie? Spielen wir eine. Keine Angst, ich bin ein wirklich guter Spieler. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht.
Nett. Nee. Nett. Nee. Nett. Ich will nicht so viel. Nein. Danke nochmal für die Hilfe. Ja, wie wär's mit, 2? Hä? Ja, und jetzt kann ich hier was machen? Karten hinzufügen, die an Gottesgegner schlagen. Hier, fangen wir mal mit der 3 an. Der hat auch eine 3, okay. Der hat eine 4. Aha, eine 5. Eine 7. Eine 10 ist auch gut. Und dann brauchen wir noch einen König. Und eine, nett. Vielleicht noch eine zweite 9? Wie viele Karten braucht man denn? Vielleicht da 3 noch. 3 ist immer gut. Ein Ass? Ass, Ass. Oh, immer braucht man dann Ass. Immer. Yeah. Ich, ja. Verstehe ich das Spiel? Bisher? Ich habe doch keine Ahnung, was ich genau tue. Kann ich jetzt nicht übertreffen. Ach ne, Ass ist 1. 9. Ja, dann nehme ich die 3. Damit ich nicht so einen großen Verlust mache. 4, die 4 kann ich doch mit der 7 übertreffen. Locker. Ohne Probleme. Die 7. Dafür habe ich einen König. Jetzt verstehe ich das Spiel schon nicht mehr. Mit. Ne, ich habe eine 3, ja, okay. Die kann ich nicht, die kann ich, ja, genau. S. Kann ich die da nicht draufhauen? Ah ne, da muss ich die da einpacken. Jetzt ist das so wie Solitär. Solitär kann ich nämlich auch nicht. Ich habe doch hier eine 4. Eine 3 und eine 4. Dann kann ich doch. Da habe ich eine 8. Mess. Ich verstehe das Spiel noch nicht so ganz. Kann ich den nirgendwo anlegen? Verdammt. Kann ich die 5, das S, das Ass, was? Nein. Die dachte ich, hä, was? S?
Wie kann die da nicht ablegen? Muss ich die ja hier legen. Danke nochmal für die Hilfe. Keine Ahnung gehabt, was ich hier getan habe. Ich habe hier vor kurzem das erste Mal Halt gemacht. Fragen Sie besser einen der Einheimischen. Okay. Ja. Der Easy Pete ist gestorben. Nicht schlimm, er hat uns ja schließlich auch nichts von seinem Zeug gegeben. Dynamit, Feldarbeitung, Korken. Was hat der? Bauer, aha. Joe Cop, oh. Powered Gangguard, Stealth Boy, ach gucke. Dynamit. Hüsen brauche ich nicht ganz. Das ist, ich werde wahrscheinlich nur für ein Achievement Sachen herstellen. Eine Shotgun, ach gucke mal. Der ist nicht mehr ganz bei klarem Kopf, der Typ. Meine Güte. Bett. Oh. Aha, 5,6, ne? Dynamit nehmen wir natürlich mit noch mehr. Hier ein Kleinkalibergewehr. Das ist alles und viel mehr. Trudy. Was sagst du denn so? Gut, dass das alles gelaufen ist. Mir ist es lieber, wenn es in Good Springs schön ruhig ist. Ja. Natürlich. Erstmal möchte ich ein paar Sachen reparieren. Hier diesen Revolver und das Kleinkalibergewehr und die Single Shotgun. Habe ich eine Rüstung? Den Kettleman oder den Desperal? Welcher sieht denn am besten aus? Ein schwarzer. Was habe ich hier für einen? Naja, das passt nicht so. Ja, dann nehme ich den. So. Das einfache Pulverbediten oder aber das schlichte. Wo ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht so gut. Oh, Entschuldigung. Ja. Trockene Kehle? Das kann ich ändern. Besonders hier draußen. Was kann er hier? So was. Das sind Waffen, die brauche ich nicht. Oh, hast du Essen, Trinken, irgendwas, was ich so gebrauchen könnte? Hier ist sonst Zarsbola. Und Eichhörnchen-Eintopf. So gut. Geben Sie mir Bescheid. Ja. Ich könnte auch mal was essen. Ist, glaube ich, gut für meinen Hunger. Matt, hier sind ja noch mehr. Kann ich das denn noch mehr reparieren? Heieiei. Hi. Was für ein Kampf. Hoffentlich fällt uns das später nicht auf den Kopf. Yeah, genau. Na. Baseballschläger brauche ich nicht. Dynamit kämpfe ich eigentlich nie mit. Kleinkalibergewehr. So eine Single Shotgun. Gewicht 3. Chance 5. Ja, das nehme ich mal. Verkaufe ich mal. Diese Kappe brauche ich auch nicht. Das eine habe ich jetzt nur behalten, weil wegen, falls man mal irgendwas mit den Pulverbanditen macht und so, ne, du weißt, kann man, habe ich überhaupt eine 5,6? Habe ich gar nicht. Siehste? So, jetzt habe ich schon wieder viel Geld, das ist ja toll, freut mich schon fast. Schallgedämpfte Pistolen. Eine Schaufel. Ja. Hilfsmittel. Stimpack, Super Stimpack. Die Dinger sind echt nicht schlecht, Super Stimpacks.
So, eins könnte ich mir schon nicht mal gönnen. Was ist sonstige? Ist nichts so Besonderes. Ja. Danke. Bitte. Und ich mache einen Cut. Nee, doch nicht. Ich mache doch keinen Cut. Ich überlege, was ich als nächstes tun kann. So, genau, da sind sie lang. Beim Betreiber des Mojave Express in Pullman Informationen über den Lieferauftrag aufholen und die Männer finden, die versucht haben, sie zu töten. Genau. Aber erstmal nehmen wir uns hier ein paar Sensibles. Da hat er noch den Finger gehoben. Das macht man nicht. Yeah! Ja. Huch. Ah, ne, Y war das, ne? Nee, das ist nicht so, das ist homosexuell. Irgendwie hat er sich gerade an den Arsch gepackt. Das will ich nicht sehen. Mensch, dann soll er doch ganz gesund liegen. So. Ne, so wie der mit seinem Arm zum Beispiel. Also geht es jetzt ab nach Prim. Da hinten sieht man das. Prim in Wirklichkeit auch die erste Stadt in Nevada. Wir sind hier nämlich gerade noch in Kalifornien. Ist das lustiger? Wir sind gerade in Kalifornien. Good Springs, die Stadt gibt es ja auch in Wirklichkeit. Auch in Kalifornien. Und Prim ist die erste Stadt, die von Kalifornien, wenn man nach Nevada kommt. Und direkt da ist ein Casino. Das ist so lustig. Zwei Casinos. Und das mit der Achterbahn ist in Wirklichkeit auch. Das ist. Ich finde das genial. Ja. Oh Mann, diese Musik, ne? Ist gerade schon hardcore. Ich bin dein Vater, Luke. Ist denn nicht mal langsam die Grenze gekommen? Mach ich mich. Jean Prim, Las Vegas. Ah ja. Fertige Reise fortsetzen und damit geht's nach New Vegas in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao.